Hallo, wenn du dich nicht 100% sicher über deinen Chippen fühlst, dann solltest du unbedingt dieses Video anschauen. Die meisten Golfer belasten das vordere Bein beim Chippen, also das linke Bein bei Rechtshändern. Und das ist eine gute Sache. Wenn ich etwas, und bitte nicht übertreiben, aber wenn ich etwas das linke Bein belaste, dann hilft es mir, den Ball etwas in der Abwärtsbewegung zu treffen. Aber leider ist die Umsetzung dieses Linksbelasten oft falsch. So, was ich oft sehe, ist Folgendes. Der Golfer nimmt den Stand ein, denk, oh, jetzt muss mein Gewicht links sein und dann passiert das. So wie du jetzt siehst, schau mal, wo meine rechte Schulter jetzt ist und wo sie jetzt ist. So, wenn ich so stehe, ist es fast unvermeidbar, wenn ich eine gute Chip-Technik verwende, dass ich den Boden zuerst treffe. Ich muss dann kompensieren. Ich muss die Arme anziehen, sonst habe ich null Chancen, diesen Ball satt zu treffen. Ich kann dann nicht den Ball und dann den Boden treffen und dem Ball richtig guten Kontakt geben. So, wenn dein Chippen nicht ganz sicher ist, wenn der Kontakt ein bisschen komisch ist, als allererster guck, wie du am Ball stehst. Nimm als erstes den Stand ein und jetzt beweg deinen ganzen Körper, deinen ganzen Oberkörper nach links. Also Kopf auch, alles muss nach links. Das Ding ist, da meine rechte Hand tiefer ist als meine linke Hand, ist meine rechte Schulter tiefer und die Wirbelsäule ist leicht nach rechts geneigt. Nur das ist ganz gut für das lange Spiel, aber für kurze Spiel, für die Chips, müsstest du schauen, dass deine Wirbelsäule gerade ist und dadurch die rechte Schulter höher. So ist es einfach notwendig, dass du den Körper nach links bewegst und spürst, wie die Schulter hochkommt. Jetzt vom Gefühl her wirst du denken, meine Schulter sind auf einer Höhe. Und wenn du jetzt Probeschwünge machen würdest, so wie ich es jetzt tue, ist das Treffen automatisch weiter vorne. Und du siehst im Treffmoment, meine Arme sind schön lang. Ich kann sie jetzt lang machen, weil ich richtig stehe. Und ich muss ihn dann nicht anziehen. So, das ist so eine tolle Sache, weil jetzt geht die Angst weg. Ich weiß, dass ich diesen Ball gut treffen werde. Und jetzt kann ich wirklich an Länge, an Dosierung und Richtung arbeiten. Chippen ohne Angst zu haben, ist eine tolle Sache. So, Schulter hoch, Wirbelsäule so gerade, wie es geht. Und ich werde Ballboden treffen. Das ist eine tolle, tolle Sache. Du kannst dann so viel chippen, wie du willst. Du wirst immer den Ball, dann den Boden so treffen. Okay, ich denke, das Video ist für jede Golfer. Check das bitte und genieß dein Chippen dieses Jahr. So ein wichtiger Schlag. Schönen Tag noch. Tschüss.